Rundpass zu spielen. Dass Danny ankommt, das war weiter nicht verwunderlich gewesen. Und der Schuss von Jens Freid. Gespielt sie 8 Minuten und 51 Sekunden in dieser Partie. Nach einem Freistoß und einem schönen Schuss von Jens Freid geht Könitz mit 1:0 in Führung. Wir wollen jetzt nicht so gross Kritik üben, aber den könnte man als Goalie auch haben. Den kann man nicht haben, den muss man eigentlich haben. Florian Kuchen, der den Ball selber hat abgewehrt hat, anstelle von Malanzer Goalie. Und Malanz im Gegenangriff 1 gegen 1. Und die Schiedsrichter haben wahrscheinlich einen Stockschlag gesehen, hat jetzt gesagt. Stockschlag auch von hinten. Und darum pfeifen sie aus meiner Sicht nicht ganz zu Unrecht Penalti. Mal schauen, ob es ein Penaltyschiessen gibt. Wie das eine WM war, wo jeder Schuss ein Goal war. Das mal klingt es nicht. Das ist ja so. Also wir haben hier einen Freistoß. Das war jetzt doch eher überhärt. Geht eigentlich voll auf den Kopf vom Müller. Hätte durchaus so eine Strafe. Wenig Chancen gibt auf beiden Seiten. Eine sehr schöne Aktion jetzt, das muss man sagen, von dem Malanzer. Nach 13 Minuten und 47 Sekunden können sie die Partie ausgleichen. Das erste Goal erzielen, es steht 1:1. Hier wieder ein Ballverlust, der zu einer 2:1 Situation führt für die Alligatoren aus Malanz. Und die 2:1 Situation nutzen sie eiskalt aus. Nach 4 Minuten und 59 Sekunden in diesem zweiten Drittel steht es 3:1 für Alligator Malanz. Der René Verlia schüttelt völlig zu Recht den Kopf. Ja, wir haben gesehen, in dieser Szene, wo zuerst Graf führt, der kommt jetzt hier der Anschlusstreffer durch den Nino Welti. Der Anschlusstreffer durch den Nino Welti, der nach 9 Minuten und 32 Sekunden fällt. Der Harry Breyer ist nur wenige Sekunden auf der Strafbank gewesen. Könitz kann also den Anschlusstreffer erzielen und Könitz wieder im Angriff. Der Jens Freid, der neben dem Goal vorbeiläuft. Das ist jetzt einfach schlicht und ergreifend unglaublich. Jens Freid aus vollem Lauf mit einem Zorro-Move. 11 Minuten und 9 Sekunden sind gespielt. Könitz kann die Partie wieder ausgleichen. Seine Powerplay-Formation aufziehen. Nino Welti. Und ein Hoch-Eckschuss von Nino Welti. 33 Sekunden sind gespielt in diesem dritten Drittel. Und der Nino Welti bringt Könitzer zum ersten Mal in dieser Partie in Führung. Es steht 4:3. Und Dani Danuser hat die Sprache verschlagen. Ja, das war jetzt ziemlich ansatzlos gewesen. Malanz im Angriff mit einem Schuss in den Block rein. Und der zweite Schuss auf das Goal von Florbol Könitz nach 2 Minuten und 3 Sekunden in diesem dritten Drittel. Und der Manuel Maurer erzielt das fünfte Goal für Florbol Könitz. Es steht 5:3. Und ich bin eigentlich fast geneigt zu sagen, auch den könnte man ja wahrscheinlich haben. Es wird sehr wichtig sein für Könitz, das Jahresende noch mit zwei Erfolgserlebnissen können zu beschließen. Malanz nach wie vor gefährlich und jetzt mit dem Goal. 34 Sekunden vor Schluss fällt das vierte Goal für Alligator Malanz. Es war eine unübersichtliche Situation vor dem Goal gewesen. Das Anspiel muss hinten gezogen werden. Der Jens Freid
der den Block setzt. Und tatsächlich 10 Sekunden vor Schluss fällt der Ausgleich für die Alligatoren aus Malanz. Der Kevin Berry war es, der zum Abschluss kommt. All das, was Künitzer während langer Zeit vom Spiel in Novelti sehr viel Abschluss in dieser Verlängerung und jetzt eine 2 gegen 1 Kontersituation von den Malanzer und es kommt ja folgerichtig zu einem Penalty. Ein Stockschlag in höchster Not, hier sieht man der Malanzer Mobiliar Topscorer. Der Malanzer Mobiliar Topscorer tritt an und wartet und der Patrick Eder, der den Tang gleich noch aufbringt. In höchster Not hat er da sich noch mal gestreckt, lang gemacht. Sicher nicht optimal geschossen gewesen. Auch vom Nurmela da, den muss er eigentlich vorbeibringen, nachdem er ihn bereits gehabt hat, aber sensationell gemacht von Patrick Eder. Er hat alles rausgeholt, was er noch gehabt hat, hat sich lang gemacht, ist am richtigen Ort mit Händen und die Attraktivverlängerung geht jetzt nochmal weiter. Paul allerdings immer noch im Lanzer Stück. Und das mal ein schöner Pass von Kevin Berry auf den Mobiliar Topscorer, auf den Nurmela. Und nach 9 Minuten und 14 Sekunden in dieser Verlängerung tut uns Malanz das Vergnügen demolieren, noch zu einem Penaltyschiessen zu kommen.